Honda macht aus der CB500X die NX500. Die ist etwas kleiner als ihre Vorgängerin und nähert sich optisch der großen Schwester der Transalp an. Wir zeigen euch, was wir für dieses kleine Adventure-Bike mit viel Charme alles in petto haben. Viel Spaß! Los geht's mit der Lenkererhöhung aus hochwertiger Aluminiumlegierung. Damit versetzt ihr den Lenker der NX500 um 15 mm nach oben und sorgt für spürbar mehr Fahrkomfort. Damit ihr eure Spiegel immer passend einstellen könnt, haben wir die Spiegelverlängerung wieder im Programm. Mit ihr lassen sich die Spiegel in der Höhe oder seitlich versetzen. Für den passenden Abenteuerlook am Lenker sorgen unsere Handprotektoren. Die schützen nicht nur Brems- und Kupplungshebel, sondern helfen auch bei Geländefahrten. Äste und Sträucher können euch auf engen Wegen nicht mehr so viel anhaben. Ihr könnt die Handschalen bei Bedarf mit einem Sturzpad oder einer zusätzlichen Erweiterung ausstatten. Für noch mehr Schutz auf deiner Tour. Hier seht ihr noch das Handschalenmodell Sport. Etwas schlanker und dezenter. Ihr entscheidet, welche Variante ihr an den NX500 bevorzugt. Hier seht ihr schon den massiven Sturzbügel. Den haben unsere Entwickler extra an die Form der neuen NX500 angepasst. Die Montage erfolgt wie immer an Originalanbaupunkten. Linker und rechter Sturzbügel sind vorne miteinander verbunden. So bekommt ihr eine stabile Einheit, die das Bike vor Beschädigungen an den seitlichen Verkleidungen schützt. Unser Bugspoiler sichert deine Honda vor allem, was von unten kommt. Egal ob Steinschläge oder bei Bodenkontakt. Die robuste Alu-Konstruktion kann ordentlich was einstecken und ist auch optisch ein Hingucker. Und auch im Bereich Ergonomie können wir euch schon Zubehör für die NX500 anbieten. Sowohl die Evo-Fußrasten als auch der Fußbremshebel verbessern euren Fahrkomfort. Gerade im Gelände sind das nützliche Helfer. Durch die Verstellmöglichkeiten habt ihr immer die volle Kontrolle, egal mit welchem Schuhwerk. Alternativ zum Street-Auftritt könnt ihr euch auch einen Adventure-Auftritt am Fußbremshebel befestigen. Für noch mehr Auflagefläche und Grip bei Stehenfahrten im Gelände. Auf der anderen Seite seht ihr noch den passenden Schalthebel für die NX500. Mit der Seitenständer-Fußverbreiterung könnt ihr das Bike auch auf weichen oder unebenen Untergrund abstellen. Noch sicherer steht die NX500 auf dem Hauptständer. Den haben wir eigens für die neue Honda entwickelt. Und die unverwüstliche und dennoch leichte Stahlrohrkonstruktion hält euer Bike in Stellung, egal ob unterwegs oder für Montagezwecke in der Garage.
Für die NX500 haben wir einen speziellen Adapter entwickelt, der den Tankring weiter nach hinten verlegt. So bleibt der Lenkeinschlag unbeeinträchtigt und man kommt problemlos an das Zündschloss. Auf dem Tankring könnt ihr zum Beispiel den Pro Micro setzen. In dem transportiert ihr sicher die kleinen Notwendigkeiten wie Fahrzeugpapiere und Wertsachen. Kommen wir jetzt zum großen Gepäck. Hier seht ihr die Pro-Seitenträger für die NX500. Nah am Bike konstruiert, sodass ihr auch mit Taschen oder Koffern nicht zu sehr in die Breite geht. Wir haben das Bike mal für euch bestückt. Hier mit den Trex ADV Alu-Koffern in der schwarzen Variante. Die sind wasserdicht, stabil und einfach perfekt geeignet für eure Abenteuer mit der neuen Honda. Bei den Seitenkoffern könnt ihr wählen zwischen der L- und M-Variante, also entweder 45 Liter oder 37 Liter Stauraum. Das Topcase hat ein Fassungsvermögen von 38 Litern. Hier seht ihr das ganze Setup nochmal in der silbernen Variante. Noch eine weitere Gepäcklösung, unsere wasserdichten Sysbeck WPL-Taschen. Auch ohne Regen eine schicke Alternative, um mit der NX500 auch längere Touren zu starten. Der schlanke Streetrack-Gepäckträger passt mit seiner kompakten Form sehr gut an das Bike. Wenn ihr den montiert habt, könnt ihr das Urban Topcase dort befestigen. Passend dazu haben wir noch unsere Aero ABS-Koffer an den Seitenträgern befestigt. Noch eine Alternative zum Topcase, die Pro Rackpack Hecktasche. Sie bietet bis zu 42 Liter Stauraum und wird auf einer passenden Adapterplatte befestigt. Zu guter Letzt noch der Navi-Halter. Der bietet euch im Cockpit ideale Befestigungsmöglichkeiten für euer GPS-Gerät. Soweit unsere Zubehörauswahl für die neue NX500. Wie immer findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Dort seht ihr das gesamte Zubehör für das Bike. Viel Spaß beim Shoppen und bis bald.